Willkommen zu diesem neuen Video. Neben mir seht ihr ein wunderschönes Fahrzeug stehen. Dem werden wir uns auf jeden Fall nochmal im gesonderten Video widmen. Ihr seht auch an dem Fahrzeug wirklich extrem viele Chromteile. Und genau darum geht es in diesem Video. Wir wollen uns mal angucken, wie poliere ich denn eigentlich Chromteile? Was ist dabei zu erwarten? Welche Politur ist denn überhaupt dafür geeignet und welche eher nicht? Wie bekomme ich das Ganze raus? Und wie gesagt, worauf ist allgemein zu achten, wenn man Chromflächen behandelt? Starten wir durch mit den Polituren, die ich nutze. Wir haben hier zwei verschiedene, die habe ich erst hier neu. Die hatte ich vorher mal genutzt, die Metal Polish von Mancerna, sehr effektiv. Hier sehe ich einen ganz großen Vorteil drin, denn wenn man sich das Ganze hier hinten mal genauer durchliest, steht, dass nach der Behandlung hier gleichzeitig ein Schutz da sein soll. Und das ist nämlich sehr interessant, gerade Chromteile, die frisch poliert werden, gerade im Frontbereich, wo man meist Korrosion hat durch Steinschläge oder sonstige Sachen, ist man danach immer wieder verpflichtet, die Flächen zu versiegeln. Ansonsten, klar, Regen, Umweltbelastung und sonstige Sachen, da fangen die Punkte dann natürlich schnell wieder an, anzulaufen. Und wie gesagt, wenn das dann hier so ist mit dem Schutzfaktor drin, deswegen sehr interessant für mich, dann könnte man sich nämlich das Versiegeln im Anhang sparen. Wie bekomme ich denn überhaupt raus, welche Politur ist dafür geeignet und wie ist die Körnung? Da gibt es einen ganz einfachen Trick und den schauen wir uns mal hier an so einer einfachen, handelsüblichen Alufolie an. Nehmen uns ein Stück hier weg. Wir haben ja hier oben eine verchromte Oberfläche und dann nehmen wir uns mal gleich die P21S, hier die Metal Alu Polish, ihr hört es schon, sprich eure Aluflächen könnt ihr damit natürlich dann auch genauso polieren. Wir machen uns einen Tropfen auf den Finger, reiben hier mal im Kreis und ihr seht sofort den Abrieb, der sich hier schwarz markiert, darüber sprechen wir auch gleich nochmal und wir sehen wirklich, wie stark sich das Ganze jetzt hier ohne Druck schon verfärbt. Jetzt nehmen wir uns einen zweiten Finger, nicht dass ihr denkt, dass hier mein Handschuh färbt, nehmen uns mal eine handelsübliche Finish-Politur, in dem Fall hier die Perfect Finish von Sonax. Nehmen uns den mittleren Finger und machen den mal in kreisenden Bewegungen. Und selbst wenn wir hier richtig mit Druck arbeiten, ihr seht, da verformt sich schon die Folie, haben wir da nicht wirklich einen effektiven Abrieb und kaum effektive Polierleistung. Da sehen wir schon mal einen großen Unterschied zwischen handelsüblicher Politur und jetzt würde ich sagen, nehmen wir uns nochmal die Mancerna. Vielleicht sehen wir da einfach nochmal einen Unterschied von der Körnung. Machen uns hier auch nochmal einen Tropfen drauf und werden das Ganze jetzt hier flott mit links auch nochmal an einer Stelle ausprobieren. Auch hier sehen wir jetzt, wie gesagt, wie sich das Ganze hier schwarz verfärbt. Wir sehen allerdings, dass die Verfärbung gar nicht so stark ist und nicht so schnell ist wie hier oben bei der Dr. Wack Politur. So kriegt man das Ganze relativ leicht und schnell raus. Wir wissen jetzt schon mal, welche Politur sich jetzt hierfür eignet. Laut unserem Abriebtest müsste sogar die P21 hier leicht effektiver sein. Aber wie gesagt, das gucken wir uns jetzt noch mal am Fahrzeug an. Ziehen wir uns erstmal frische Handschuhe an. Ich habe hier schon poliert wie so ein kleiner Weltmeister, aber wir haben noch eine Menge vor uns und das gucken wir uns jetzt hier mal an der Seite an, verschiedene Methoden und kleben uns das Ganze hier mal, wie gesagt, an der Säulenleiste einmal ab. Die ist nämlich noch relativ blind in dem Bereich hier. Und dann arbeiten wir das Ganze hier einfach mal händisch aus. Nehmt dafür nicht eure besten und neuesten Tücher. Ihr habt gesehen, wie der Abrieb ist. Ich würde euch auch empfehlen, Handschuhe anzuziehen, denn ansonsten ist, wie gesagt, das Gesamte danach auch schwarz. Genauso, wenn ihr nachher in den Lackkanten kommt, achtet auf, dass ihr nicht hier überall nachher eure Politur reinschmiert. Wenn die nachher dann abtrocknet, habt ihr dann natürlich die ganzen Politurreste drin. Das ist so wie nachher, ja, als wenn ihr euren Lack poliert. Ansonsten gehen wir hier einfach händisch in kreisender Bewegung lang. Da braucht ihr auch, wie gesagt, nichts ablüften, nichts einwirken lassen oder sonstige Geschichten. Wir sehen jetzt hier auch schon unseren Abrieb dran. Arbeiten das Ganze hier einmal richtig schön in kreisenden Bewegungen aus. Und wenn ihr dann der Meinung seid, okay, ich habe meine Politur händisch schön durchgefahren, dann könnt ihr das Ganze, hier seht ihr mal den Abrieb, könnt ihr das Ganze dann dementsprechend abwischen und dann hat man hier nämlich schon eine super schöne glänzende Fläche. Wenn ihr auf Gummis gekommen seid, wie gesagt, ordentlich wegwischen. Und jetzt gucken wir uns das Ganze hier mal im Vergleich an. Und da sieht man,
schon richtig schön, was wir hier oben für einen Glanzbereich haben und wie matt das Ganze dagegen hier unten ist. Wir haben hier noch relativ gepflegtes Chrom, muss man bei dem Fahrzeug sagen. Da hat der Besitzer schon immer ganz schön ordentlich vorpoliert. Es gibt natürlich auch bei BMW und sonstige Fahrzeuge immer diese angelaufenen Leisten oder wenn ihr Kalk drauf habt, damit kriegt ihr die auch easy going sauber. Jetzt gibt es noch eine andere Methode und die ist natürlich deutlich schneller und effektiver. Polierschwamm, mittleres Pad und da machen wir uns auch nochmal ein bisschen Material rein. Genauso ist es nachher bei den Pads, die werden jetzt auch gleich pechschwarz werden und dann fahren wir das Ganze hier nämlich mal nochmal im unteren Bereich ab und dann können wir nämlich auch mal gucken, den Vergleich, was jetzt effektiver war. Das war auf jeden Fall viel zu viel Politur, das steht schon mal fest. Unterste Drehzahl, fahren das Ganze hier einmal schön sauber ab. Für den Gewerblichen natürlich deutlich angenehmer und schneller, als wenn wir hier mit der Hand die ganze Sache polieren. Ihr seht, Politur fährt sich richtig schön schnell durch. Wir sehen jetzt hier auch schon richtig, wie das Ganze anfängt zu glänzen, richtig klares Bild ergibt. Wie gesagt, achtet darauf, dass ihr nicht hier so viel Material nehmt, ansonsten spritzt ihr hier, wie gesagt, alles voll. Und jetzt gucken wir uns mal den unteren Teil an. Und auch hier haben wir, wie gesagt, ein wunderschönes, glänzendes Ergebnis dazustehen. Ja, ihr seht es hier auf dem Pad auch, wie gesagt, Kohlraben, schwarz die ganze Geschichte. Man riecht es auch immer richtig am Geruch, dieses Metallische, was man abträgt. Aber genau so kriegt ihr effektiv eure Chromleisten richtig schön poliert. Wir können es uns auch nochmal am Auspuff angucken. Viele fragen immer, Mensch, wie bekommst du denn die Auspuffendrohre so schick glänzend wieder hin? Und hier hinten können wir uns das Ganze nämlich mal angucken. Das ist auch sehr effektiv. Da müssen wir nur mal hier unten ein bisschen in die Knie gehen. Da geht das Ganze, wie gesagt, händisch auch extrem gut. So. Schauen wir uns das Ganze nochmal am Auspuff an, auch ein Tröpfchen rein. Wenn die Auspuffanlagen richtig extrem verrußt oder schon beschädigt sind, dann kann man dafür auch so eine Polierwatte nehmen. Allerdings ist das dann natürlich deutlich abrasiver. Ihr seht, wie gut das hier hinten funktioniert. Ich denke mal, hier seht ihr schon, was wir jetzt hier runter poliert haben. Und jetzt gehen wir hier nochmal kurz nach. Und dann denke ich, sollte man hier auf jeden Fall einen riesengroßen Unterschied sehen, wo wir jetzt poliert haben und wo nicht. Ihr seht, wie gut das Ganze hier auf jeden Fall funktioniert und vor allen Dingen auch händisch ohne Maschine. Selbst hier bei dem Fahrzeug müssen wir eine Menge rumfingern, sage ich mal. Wir haben auch noch eine Menge Flächen hier, Ritzenkanten vor uns, wo wir drin rumspielen müssen. Dazu, wie gesagt, ein gesondertes Video zum kompletten Fahrzeug. Gibt es ein gesondertes Video, wie wir hier allgemein vorgegangen sind. Dafür einfach Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr die ganze Geschichte nämlich auch nicht. Ansonsten kurz nochmal zu dem Thema Oberflächen. Wir haben hier metallische verchromte Oberflächen, steht hier hinten auch nochmal ganz klar drauf, für was das Ganze geeignet ist. Unlackierte, lackierte, nicht eloxierte Metallteile aus Alu, Chrom, Edelstahl, Silber, Messing, Kupfer und so weiter. Und ganz wichtig, nicht auf verchromten Kunststoffteilen. Was ist damit gemeint? Wir haben im letzten Video zum Beispiel diesen Panamericana Grill gehabt von Mercedes und da ist nämlich genau dieser Fall. Es sieht aus wie Chrom, das Ganze ist einfach aber nur mehr oder weniger auflackiert und wenn ihr da mit so einer Politur drauf geht, ist eure Oberfläche definitiv dann sofort beschädigt und kaputt. Genauso ist es bei günstigen Wasserhähnen oder sonstiges. Ihr kennt es vielleicht, wenn das Ganze so aufquillt, abplatzt. Dann ist das, wie gesagt, keine Oberfläche, die dafür geeignet ist. Ich denke, wir sind mit dem Thema jetzt durch. Kurz und knackiges Video. Entscheidet selber, welche ihr nutzen möchtet. Ich würde euch trotzdem empfehlen, auch wenn es hier drauf steht, dass es geschützt ist, einfach das Ganze im Anhang nochmal zu versiegeln. Dann habt ihr auf jeden Fall auch dauerhaft Freude von und hängt nicht das nächste Wochenende wieder an eurem Fahrradlenker und fangt an, das Ganze wieder neu aufzupolieren. In diesem Sinne, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da. Produkte sind unten in der Videobeschreibung verlinkt, genauso wie die Rabattcodes. Wenn Fragen sind, unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen. Ansonsten Glocke aktivieren, abonnieren und dann sehen wir uns nämlich im nächsten Video wieder. Haut rein!